Hey, guten Tag. So, wir gehen jetzt mal in diesen Raum hier rein. Wir dürfen eigentlich nicht rein, aber wir haben einen Schlüssel. Und das ist gut, weil sonst könnten wir da nicht rein. Und ja, wir können es nicht verhindern. Aber Sie können es verhindern. Indem Sie Bäume pflanzen, obwohl es nicht ganz scharf ist, aber... Also Leute, wir können da rein. Ich weiß. Fabi, hast du die Headsets dabei? Was? Ah, ich hätte den so. Okay, Leon, geh rein. Oh, ich bin voll gegen die Leiter gelaufen. Schnell. Erstmal leise sein. Okay, Fabi, geh du in den Mülleimer. Ich geh weiter hinter. Oh Gott, die Kamera. Oh. Gute Spionage. Na. Oh, Pascal, hast du gehört? Ich hab ja gesagt. Okay. Schildnäge. Scheiße. Scheiße. Wir wagen mal einen Blick raus. Was? Komm, geh. Okay, wir können noch Luft rein. Also das ist hier. Das ist jetzt der Blick von uns, wie wir heute die Praktikumspräsentation vortragen. Da hinten sind noch die Mikrofone. Da hinten sind die Mikros, das Lot leuchtende da. Und wir gehen jetzt halt an dem Mischpult vorbei, das zeige ich euch nochmal und dann hauen wir ab. Okay, Achtung, boah, ey, passt auf, warte, lass mal. Okay, bis dahin, warte. Hier oben, Mischpult. Jetzt wird es so richtig cool. Was? Wow. Willkommen zurück. In Hüfthof geht es mittlerweile weiter. Schalten wir schnell zurück. Jetzt bricht die zweite Hälfte an. Die erste Hälfte ist schon ordentlich vorgelegt. Kann die zweite Hälfte mithalten? Schauen wir es uns an. Hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Tim Bauer und ich gehe in die 8. Klasse. Ich habe ein Praktikum beim Speed Club München. Ihr wisst vielleicht gerade, was das Speed Club ist. Speed Club München sind hier hauptsächlich Fußballer, aber auch andere Sportler, zum Beispiel Basketballer, Tennisspieler, Handballer. Spieler Geschwindigkeit und Kondition. Meine Arbeitszeiten waren von 11 Uhr bis 18.30 Uhr oder von 12 Uhr bis 19.30 Uhr, wobei ich manchmal erst ziemlich spät nach Hause bin, weil es in Sendling war. Ich hatte zwei Aufgabenbereiche, einmal im Büro und einmal in der Trainingshalle. Im Büro habe ich hauptsächlich E-Mails versendet an Vereine, die halt Trainings gebucht hatten. Dann habe ich Excel-Tabellen erstellt, wo halt so Übersichten aufgelistet waren. Außerdem musste ich Skripte lochen, da die bald einen Workshop machen und da braucht halt jeder, kriegt das ein Skript, jeder Teilnehmer da, dass sie so alles durchschauen können und so. Das war ziemlich aufwendig, die ganzen zu lochen. Ich habe aus Versehen einmal, weil es hatte 400 Seiten einliegen, einmal habe ich aus Versehen 50 falsch gelocht, das war dann nicht so lustig. Meine Aufgaben im Trainingsraum waren Übungen auf- und abbauen.
Ich habe die Armbänder angelesen. Da gibt es so blaue Armbänder. Und jeder, der dort trainiert, hat so einen Account auf dem Computer. Und die Übungen sind alle elektronisch und das wird alles gemessen. Und man muss sich vor den Übungen immer mit dem Armband anmelden. Und dann wird halt alles gespeichert und dann muss ich das danach auch auswerten. Außerdem habe ich noch manchen die Übungen erklärt, wenn sie jetzt nicht genau wussten, was sie machen sollen. Oder habe gefilmt während den Übungen, dass man später sich nochmal genau anschauen kann, was gut oder was nicht so gut war. Zweimal muss ich auch Pfandflaschen zurückbringen. Einmal waren es so 100 Stück oder so mit so zwei fetten Mülltüten. Da habe ich die Leute richtig komisch angeschaut, vor allem was während der Schulzeit war. insgesamt fand ich es eigentlich ein ganz gutes Praktikum. Mir hat ein bisschen die Abwechslung gefehlt, weil die ganze Zeit im Büro sitzen, 5 Stunden oder so, und echt am Nachmittag war die ganze Trainingszeit nicht so gut. Ich kann das Praktikum eigentlich weiterempfehlen, wenn man halt Ausdauer hat, lange vor dem Computer zu sitzen. Ich meine, das haben ja die meisten Kinder, aber halt nicht zu spielen. Die Berufe, die man dort ausüben kann, sind Sportwissenschaftler und Trainer. Und mein Mitbringsel ist hier eine Black Roll. Vielleicht kennen es manche, manche bestimmt nicht. Die machen sie vor dem Training und Aufwärmen. Damit lockert man Muskeln und Faszien mit bestimmten Übungen, dass man sich halt während dem Training nicht so leicht verletzt. Das war meine Praktikumspräsentation und euch allen noch einen schönen Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Marlene Marx und ich besuche die 8. Klasse. In den nächsten 2 bis 3 Minuten möchte ich Ihnen gerne von meinem Praktikum in der Harmanufaktur in Meißen erzählen. Meine Arbeitszeiten waren entweder von 7:15 bis 12 Uhr oder von 13 bis 18 Uhr. Für ein Friseurpraktikum durfte ich erstaunlich viel machen. Ich habe nicht nur neue Frisuren gelernt und Haare färben und Strähnchen machen. Ich habe auch gelernt, die Haare zu waschen und das auch mit der dazugehörigen Kopfmassage. Und natürlich hat aber auch das Putzen dazu gehört. Was ich neu gelernt habe, war eigentlich wirklich alles. Also vor allem die Frisuren, da kann ich jetzt auch sehr viele machen. Die zeige ich Ihnen nachher auch einmal mitbringseln. Auch das war alles für mich interessant, was ich einmal auch wirklich total, es war eigentlich eher so krass, dass wirklich eine mit mir, als ich um 13 Uhr gekommen bin, ist halt eine Dame mit mir in den Laden, ist erst wirklich rausgegangen, als ich auch Feierabend hatte um 18 Uhr, nur dass sie ihre Strähnchen schön hatte. Ein besonders für meine Mitarbeiterin witziges Erlebnis war, als ich am ersten Tag die Waschmaschine angestellt habe. 10 Minuten später bin ich dann wieder runter und dann war halt der Keller voller Waschschaum. So bin ich dann halt sauber machen und jetzt letztendlich lag es halt daran, dass ich zu viel Waschmittel reingemacht habe. Was auf jeden Fall gut war, war das Arbeitsklima und das kleine Team von 4 Frauen, die sich halt super gemeinsam ergänzt haben und dass ich eben immer was zu tun hatte. Was war nicht gut, also jetzt so direkt gab es eigentlich gar nichts, was jetzt schlecht war. Was man für diesen Beruf braucht, ist der Beruf Friseuse oder Friseur. Allerdings kann man dort keine Ausbildung machen, weil die eben schon ein komplettes Team sind. Die Aufgaben in diesem Beruf nennt man im allgemeinen Fachbegriff Dienstleistung. Jetzt speziell in diesem Betrieb schneiden die eben Haare, waschen und föhnen. Für Stammkunden färben die auch die Augenbrauen und zupfen sie und färben auch die Wimpern. Ich kann mir den Beruf einerseits vorstellen, andererseits auch nicht. Weil es wirklich sehr vielseitig ist und es Spaß macht, sozusagen die Verwandlung zu sehen, wenn die Leute reinkommen und wie sie dann nachher rausgehen. Weil ich finde, dass der Beruf zu schlecht bezahlt wird für das, was die Leute da den ganzen Tag leisten. Genau, zeige ich einmal meine Mitbringsel. Das ist einmal ein Kopf, wo ich eben Locken gewickelt habe und einmal, wo ich eine Hochsteck- und Flechtfrisur gemacht habe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Guten Abend, liebe Eltern und Schüler. Mein Name ist Lars Mabez und ich gehe in die 8. Klasse. Ich habe mein Praktikum im Lehrstudio Sports Club und im Lehrstudio Express in Buchheim gemacht. Meine Arbeitszeiten waren immer unterschiedlich, aber im 8-Stunden-Takt. Einmal von 8 Uhr bis 16 Uhr und einmal von 10 bis 20 Uhr. Ich habe geputzt, Leute eingecheckt, neue Ware eingeräumt, also so Energy Drinks und Energy Riegel. Und ja,
Ich habe gelernt, wie man Mitglieder einweist. Also wenn es zum Beispiel ein Mitglied, noch ist es kein Mitglied gewesen, wenn es ein Kunde reinkommt und sagt, ich möchte mir das mal anschauen, habe ich halt mit einem Mitarbeiter das Mitglied, also das zukünftige Mitglied eingewiesen. Und ich habe gelernt, wie man Kurse leitet. Also Gruppenkurse sind, da gibt es verschiedene Arten, zum Beispiel Reha-Kurse, das sind für die älteren Leute. Oder so Power-Kurse, das ist dann wirklich mit ganz viel Power. Besonders fand ich als ein Mitarbeiter der ARCO für mich ein Trainingsanwalt eingestellt hat für den Milon-Zirkel, für den Kraftausdauer und für den Kraftzirkel. Ich kann den Betrieb sehr empfehlen, weil man viel über den Beruf als Fitnesstrainer erlernen kann. Und in dem Beruf kann man Fitnesstrainer und Personal Trainer erlernen. Und die Aufgaben sind Mitglieder einweisen, EMS-Training leiten, Kurse geben, Ernährungstipps geben und schauen, dass immer alles sauber ist. Den Beruf kann ich mir sehr gut für die Zukunft vorstellen, weil ich mich sehr für Fitness interessiere und selber einmal Mitglied werden möchte. Mein Mitbringsel ist, Moment, dieses Armband, das Sie für mich eingestellt haben. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Weiterbringen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Leon Fassbender und gehe in die 8. Klasse. Ich habe mein Praktikum im Sport Transkirchen gemacht. Von Trans ist ein Einzelhandel. Die verkaufen Snowboards, Skateboards, Longboards und Scooter. Meine Arbeitszeiten waren von 10 Uhr bis 18.30 Uhr. Mein besonderes Erlebnis war am Donnerstag in der 2. Woche. Da habe ich mit meinen Kollegen Snowboards repariert und geschliffen. Ich habe in den 2 Wochen gelernt, wie man mit Kunden redet und wie man Snowboard schleift. Was gut war, war, dass mein Chef sehr nett zu mir war und die, wo da arbeiten, waren auch noch relativ jung und waren auch cool drauf. In dem Laden gab es 2 verschiedene Berufe, einmal Fachberater und Verkäufer. Verkäufer kann man ab der 9. erlernen und ich kann mir den Beruf vorstellen für die Zukunft, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat, mit den Kunden zu reden. Und ich kann das Praktikum auch sehr empfehlen, weil die da alle, wie gesagt, cool drauf sind und weil es mir einfach auch Spaß gemacht hat. Und hier ist nochmal, habe ich mein Mitbringsel. Einmal ein T-Shirt, das wollte ich mir am letzten Tag kaufen, das habe ich dann geschenkt gekriegt. Und die Mütze, da kam ein Arbeiter vom Nitro. Nitro ist eine Marke, die verkaufen, glaube ich, nur Snowboards und Sachen für Snowboards. Und dann hat er uns halt, dann hat er Pakete gebracht und Snowboards. Und dann hat er uns erklärt, für was die Snowboards da sind. Entweder zum Springen oder Freestyle fahren. Und dann haben wir am Ende noch jeder die Münze von Nightwalk gekriegt. Und das war meine Praktikumsvorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und noch viel Spaß bei den anderen. Der Zauberlehrling von Johann Wolfgang von Goethe. Geil.